Hallo Leute, hier ist wieder MacFesto 2051 und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Sky Factory. Wir sind schon, glaube ich, bei der ungefähr 7. Folge. Und es hat sich einiges getan. Da geht man eine Nacht schlafen und schon gibt es überall Mobfarmen. Da hänge ich jetzt hinterher, das will ich aufholen. Nichtsdestotrotz hatte ich zwischen den Folgen, das hier ja noch beendet, hier ein paar Solarzellen abgebaut. Ich habe mir so einen Erfahrungsobelisk gemacht, in dem ich meine Erfahrungen speichern kann. Von Ender.io. Ich zeige euch ganz kurz, wie der gebaut wird. Und zwar mit Solarium aus Seelensand und Gold gebrannt im Induction-Smelter. Und einem Energetik-Alloy. Redstone, Glowstone, Gold. Für den Stab und so eine Maschinencasing, was wir sowieso schon hatten, wenn ich das richtige Rezept anwähle. So, dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir überhaupt Seelensand? Da ich noch keinen, wie heißt das Ding? Ach, dieses giftige Teil, Slug Furnace, habe, machen wir uns ganz einfach Seelensand, indem wir Ancient Spores von Ex Nihilo, die man beim Sieben von, ich glaube, Sand oder so findet. Wenn man die auf einen Grasblock wirft, das zeige ich euch einfach ganz kurz, obwohl die dann wieder weg, dann müsst ihr mir einfach vertrauen. Wenn ich die auf einen Grasblock schmeiße, hierhin hatte ich den stehen, und drumherum Wasser habt, dann wird das automatisch zu Rich Water Bucket und schmeißt man in den dann einfach ganz normalen Sand rein. Zack, hat man Seelensand. Ist also ganz einfach. Ich habe natürlich noch jede Menge Krams hier gesiebt, um Materialien zu finden, und habe dann sogar schon weitere Autohämmer und Autosiebe gebaut. Und meine Lava-Produktion erweitert. Ups, wo kommt der denn her? Oh, nicht gut. Ich habe es dahin nicht ausgeleuchtet. Moment. Ah, so kriegt man eine Karotte. Nochmal ganz schnell zurück. Ein paar Fackeln holen. Keine gute Idee, keine Fackel dabei zu haben. Fackel, 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 Fackel. Scheiße. Auch nicht. Ja, ja. Immer wenn man es eilig hat, geht alles daneben. Oh, da habe ich ganzen Kram hingemacht, den ich schon gebaut habe für später. Nur keine Kohle. Komm, so Kohle haben. Ich habe noch eben extra Kohle mitgenommen. Da ist die Kohle. Bam, Fackeln. So, jetzt ist Ruhe mit irgendwelchen nervigen Zombies. Dafür kommen Spinnen. Jawohl! Es geht ja schon wieder gut los hier. Man will nur kurz was zeigen und macht schon wieder alles andere. Aber so ist das halt. Wir spielen schließlich Minecraft. Okay, gleich haben wir Tag. Nein, haben wir nicht. Sollten wir vielleicht mal mehr als ein dummes Steinschwert bauen. Für die Spinne reicht's noch. Zack. Fackel. Ich leuchte erstmal einfach alles aus. Also, dazu kommen wir gleich. Dann habe ich uns ein bisschen Netherrack hergestellt. Dazu muss man, glaube ich, auf ein Lava-Fass, wie heißt es, Redstone werfen. Also ein Redstone-Pulver in ein Lava-Fass machen. Und dann haben wir Netherrack. Der brennt halt ewig. Damit heize ich jetzt die Crucibles, in die ich Cobblestone pumpe, den ich inzwischen mit dem Igneous Extruder herstelle. Igneous Extruder, so. Kupferzahnräder, pneumatischer Servo, Maschinenframe, Pisten, nichts Besonderes. Der macht mir dann einfach aus Lava und Wasser so viel Cobblestone, wie ich haben möchte, ohne irgendwas zu verbrauchen. Also einfach nur Vereinfachung von der Riesenmaschine, die ich vorher mal da hinten stehen hatte. Das pumpen wir dann in ein Fass und zusätzlich in einen Autohämmer. Der lässt sich auch relativ leicht herstellen. Diamanthammer, gewichtete Eisenplatte, einfach nur zwei Eisen, und schon haben wir so einen Hammer, und der kloppt uns dann automatisch den Cobblestone zu Kies. Den lassen wir von einem Autosieb sieben. Da zeige ich euch auch ganz kurz, wie das gebaut wird. Einfach das Sieb zwischen vier Glasplatten, zwei Eisen und zwei Eisenblöcken, und schon haben wir ein Autosieb. Da sitzt dann irgendeiner der Mod-Freunde, Mitautoren oder sonst was drin. Hier ist es Blay09 und der darf dann die ganze Zeit für uns sieben. Hier können wir dann irgendwann noch mit einem magischen Verzauberungsbuch upgraden, aber soweit sind wir leider noch nicht.
Und ansonsten siebt er uns dann mal die ganzen Ärzte, dass die uns direkt nicht mehr ausgehen. Wie ihr seht, der war schon relativ erfolgreich und hat uns schon ein bisschen Schamas gesiebt in der Zeit. Hat natürlich auch gesiebt, als ich nicht da war. So. So viel dazu. Das hier sind alles Solarpanel 2. Wenn ich mal wieder mehr Redstone habe, werde ich noch mehr Panels bauen. Oder stärkere. Soweit bin ich noch nicht, aber ich möchte jetzt erstmal zur Mob-Farm kommen. Da habe ich schon abgemessen und einen Grundriss gebaut. Der ist einfach noch überhaupt nichts Besonderes. Einfach nur ein Grundriss und das möchte ich mit euch jetzt angehen. Mir fällt gerade ein, es wäre natürlich wesentlich leichter, wenn ich diesen blöden Konstruktionsstab mitgenommen hätte. Das werde ich auch tun. Ich habe mir schon Steine gechiselt, hol mir aber noch den Stab. Dafür hatten wir ja diesen ganz einfachen Builders Wand. Dann baue ich mich erstmal einfach nur hoch. So. Der Diamond Builders Wand ist ziemlich aufgebraucht, das heißt, ich mache mir einen neuen. Ist ja hier ganz einfach, man muss nur aufpassen, wenn man sich da einmal verklickt, dann hat man vielleicht viel Scheiße da sitzen. So, so langsam bräuchte ich mal nochmal Äpfel. Wäre nicht verkehrt. Ja, was machen wir denn da? Dann machen wir uns noch ein paar Apfelbäume. Zack. Ne, die Äpfel behalte ich, die Bäume pflanze ich und Knochenmehl brauchen wir zum Wachsen lassen, dass das schneller geht. So, zack, zack, zack. Den mehlen wir ein bisschen. Und während ich jetzt da hinten bin, wachsen hier hoffentlich ein paar Äpfel. Gut. Dann gehen wir mal schnell wieder nach hinten. Nym hat auch schon ein hübsches Konstrukt errichtet. Der ist der einzige, der hier hübsch baut, während alle anderen irgendwelche Türme bis zur Oberrandbegrenzung oder Monsterspawner bauen. Wir stehen hier auf einer Höhe von 65. Ich gehe mal davon aus, dass ich ein bisschen mehr brauche. Also mindestens 95 muss das dann hoch werden. Aber das geht ja ganz schnell mit dem Builders Wand. Und in der Mitte komme ich auch wieder relativ gut runter. So. Ich würde sagen, das machen wir hier ganz schnell. Dann hatte ich gesagt, mindestens 95, machen wir dann eher 98. Dann haben wir eine Höhe von auf jeden Fall über 30. Das sollte reichen, dass die Mobs, die spawnen, auch schön Platsch machen. 95. 97. 98. Wunderbar. Das ist schon verdammt tief. Ich hoffe, ich habe genug Steine mitgenommen. Und ich habe es verkackt mit den Steinen. Oder ich habe einfach, um sozusagen, wesentlich mehr Steine gebraucht, als ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist ja auch kein Problem. Ich muss ja eh noch mal ein paar Mal runter und wieder hoch. So. In der Höhe von 98. Und wir sind an der Glaswand angekommen. Sehr schön. Dann kann ich jetzt die restlichen Steine einfach so dran pappen. Ich habe zumindest für eins vorgesorgt. In der Mitte ist Wasser. So dass ich nicht sterbe, wenn ich unten ankomme. Und auch schnell wieder unten bin. Ich kann ja einfach hier drüben ein paar Steine schnappen. So. Und die dann schnell chiseln. Was hatten wir? Kleine Steinchen. Damit wir nicht den standard langweiligen Cobblestone haben. Ich hätte den nicht Möhre mal wegmachen sollen. Egal. Kann man nichts machen. Die soll uns jetzt nicht stören, die Möhre. So, alles durchchiseln. Ich will irgendwann das erwische, was gechiselt werden soll und nicht das, was ich schon gechiselt habe. Aber wir versuchen uns ja schließlich zu beeilen. Ich muss aber leider erstmal irgendwie einen Weg. Brauche ich einen Weg drumherum hoch oder brauche ich mir lieber eine dumme Leiter? Ich glaube, ich brauche lieber eine dumme Leiter. Geht bestimmt viel schneller. Wenn ich jetzt kein Holz habe, fange ich wieder an zu kotzen. Aber es sollte doch hoffentlich für ein bisschen Leiter reichen. Ehrlich gesagt, ich weiß gerade, wie ich einen Zaun mache, aber eine Leiter, könnte das so ein Haar aus Stöcken sein? Ja, ist es. Okay, ich brauche eindeutig mehr Stöcke. Sollte aber kein Problem darstellen. Ein bisschen Holz ist ja noch da.
So. Ich habe 30 hochgebaut, dann werden ja wohl 36 Leitern reichen. Aber sowas von hoffentlich. Ich nehme hier eigentlich seinen lustigen, dann mit dem lustigen Block hier weg. So. Nö, nicht runterfallen. Ich müsste mal irgendwann den doppelten Boden einführen. Und dann kann ich hier mit der Leiter nach oben. Ganz normale, langweilige Minecraft-Leiter. Ich bin auch zwischendurch, glaube ich, mal gestorben. Das müsste hier zwischen dieser und der letzten Folge gewesen sein. Da habe ich versucht, da habe ich dann hinten noch die Glaswand vollständig fertig gebaut aus durchsichtigem Glas, das dazu passt. Ich hatte ja da vorhin da unten Steine sitzen. Aber das ist ja jetzt auch nicht wirklich wichtig. So. Du gehst bis zum Rand. Geht bis zum Rand, bis zum Rand. Hier rüber. Geht auch bis zum Rand. Muss aufpassen, wenn ich da oben einmal draufsetzen würde, hätte ich es verkackt. Dann hätte ich überall eine zweite Schicht Cobblestone. Und da ist mir dann auch nicht mehr zu helfen. So, wir sind auch wieder an der Wand angekommen. Jetzt in die Richtung bauen. Hier muss ich dann tatsächlich aufpassen, wie weit ich baue. Ich habe, glaube ich, 8 weit gebaut und das eine ist ein Rand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9. Insgesamt. Das Wasser fließt von dort aus, wo es steht, weg. 8. Gut, passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die letzte Richtung. So, das machen wir kurz manuell wegen der Leiter. Nichtsdestotrotz placke ich hier jetzt erstmal Fackeln hin, wir wollen ja schließlich noch gar keine Monster haben. Es wieder dunkel wird und ich nicht aufpasse, ist alles voller Monster und da habe ich null Bock zu. So, damit wären das dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann kommt, wie geht das? Der Rand. So. Oje, ich bin mal gespannt. Letztes Mal haben wir es zusammen gemacht auf Varuna Server. Hier ist das jetzt der erste Test für es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber ich bin da zuversichtlich. Ansonsten würde ich das einfach zwischen den Folgen ändern und fertig bauen. So. Nein! Oh. Wie gut, dass ich hier Wasser habe. Dumm gelaufen, runtergesprungen, aber was soll's. Sorry, ich habe heute irgendwie eine raue Stimme. Etwas rau ist sie. So, nicht wieder runterfallen. So, jetzt wird's auch schon dunkel. Jetzt ist gut, dass wir die Fackeln haben. Hier sind wir wieder an der Wand angekommen. Hier unten würde dann Wasser die Mobs nach unten spülen. Und wir bauen aber hier rüber. Ja, das geht nicht. Dann macht er immer zwei dick. Haben wir so viele Steine? Dann können wir zwei dick bauen. Dann sieht es nach unten nicht so abgestuft aus. Entschuldigung. Machen wir einfach zwei dick. Was soll's? Auf so ein paar blöde Steine wird es uns ja wohl nicht ankommen. Muss der Stab irgendwie nachladen oder was macht der da? Wie? Das war's schon wieder. Stab alle Steine weg. Ich fühle mich echt verarscht. Okay, das dauert doch länger, als ich gedacht hätte. Und braucht viel mehr Steine, wie ich gedacht hätte. Und einen neuen Stab. Haben wir noch Stöcke? Stöcke haben wir. Sehr schön. Das heißt, dann gehe ich einfach hin und mobse mir hier einen Diamanten und habe kein Crafting Table. Den werde ich mir jetzt einfach herstellen. Ist mir auch egal. Kein Bock, wieder deswegen vorne hinzulaufen. Poff, Crafting Table.
aber scheiße. Scheiße. Ich weiß, warum die Steine weg waren, warum das so lange gedauert hat. Da unten ist meine Fackel, das heißt, ich habe hier überall runtergebaut. Das heißt, wir haben jetzt hier eine solide Wand aus Steinen. Das waren nicht nur da oben zwei Reihen, wie ich sie haben wollte. Es war bis runter alles. Okay, damit werde ich noch meinen Spaß haben und gucken, wie ich den beseitige. Dann weiß ich auch, warum das so lange gedauert hat und warum die Steine so schnell alle waren. Kann man jetzt nichts dran ändern, das mache ich zwischen den Folgen weg. Das würde das jetzt überspannen und vor allem komplett aus dem Ruder laufen. Ich hole mir einfach neue Steine, chisel die nochmal schnell und esse mal ein paar Äpfel. Wird langsam eng mit Äpfeln. So. Steine. Und neue Chiseln. Ich habe mich schon so gewundert, warum das dann doch so schnell war. Shit happens. Wahrscheinlich werde ich das mit einer Turtle machen. Mal gucken, wie leicht oder schwer so eine Turtle zu bauen ist. Irgendwo habe ich ja noch ganz viele Programme dafür rumfliegen. Für Turtles. Die kann ich euch dann gerne auch noch kurz zeigen. Aber nicht jetzt. Jetzt gucken wir, dass wir diese blöde Monsterfalle fertig kriegen. So, wir sind wieder oben. Creeper gibt's auch schon. Ganz schlecht. Na toll. Explodiert ist er auch schon. Ganz toll. Yeah. Ich frage mich eigentlich, warum ich hier Fackeln gesetzt habe. F7. Ach ja, hier oben drauf ist natürlich nichts beleuchtet. Da auch nicht. Die ganzen Ränder sind hier alle total unausgeleuchtet. Ist natürlich unpraktisch ohne Ende. Gut, die Fackel hier hat er weggesprengt. Da kann man nichts dran ändern. Dann hat der echte drüben mit rüber gebaut. So. Jetzt geht das auch ganz schnell. Ja, ja. Okay, hier fällt man nicht runter. Das heißt, ich hätte einfach nur da zwei Blöcke setzen müssen. Dann hätte er nicht den ganzen Kack nebendran hingesetzt. Aber ich habe ja eben schon gesagt, das Ding setzt, was es setzen kann. Und einmal nicht aufgepasst. Und genau das ist halt passiert. Aber das soll euch nicht jucken. Wie gesagt, das mache ich einfach zwischen den Folgen mal weg. Scheiß drauf. So. Aufpassen. Immer schön aufpassen. Was man hier setzen möchte. Sodala. Den juckt das hier auch nicht. Und weiter geht's. Dieser Bilderswand ist schon im Bar. Hilft einem, die Buildtime erheblich zu reduzieren. Hier passe ich lieber einfach mal auf, bevor ich wieder zu viel nach unten baue. So, und das war's schon. In die Richtung könnte man runterfallen. Da unten steht jemand. Bestimmt irgendein Mob, der gespawnt ist. Weil jetzt hier alles voller Schatten ist oder sowas. Sehen wir noch. Ist egal. Jetzt kommt der Rand außen rum. Den lege ich natürlich erstmal manuell von Hand und ziehe ihn dann einfach nur nach oben. Ich hoffe, dafür reichen die dummen Steine noch. Ich habe gar keine Ahnung, wie hoch das sein muss, dass die spawnen können. Ich glaube, zwei Höhe reicht. Ich mache einfach drei. Oder kann ich mit einer Höhe von 2 vielleicht verhindern, dass Endermänner spawnen? Ich weiß es nicht. Wollen wir die? Ist die Frage. Ich glaube eher nicht. Die nerven nur. Auch wenn ich gerne Enderperlen hätte, aber die spawnen dann und fliegen dann immer über den ganzen Compound und
Ich erinnere mich da an schlechte Angewohnheiten der Endermänner, zumal hier alles möglich ist. Aber ich mache jetzt trotzdem einfach eine Höhe von 3, um auf der sicheren Seite zu sein. Und die Höhe von 4 ist dann schon der Deckel. Gucken wir mal, wie das geht, oder ich werde wieder runter müssen. Es werden nicht genug Steine sein. So. Wie gesagt, gleich werde ich das noch extra ausleuchten, sobald ich hinten angekommen bin. Da gehen mir schon wieder die Steine aus. Aber insgesamt gesehen würde ich sagen, es geht relativ fix vorwärts. So. Und hier und da noch eine Fackel und dort wieder. So, es ist hell, jetzt kommen erstmal keine Mobs. Eins, zwei, drei. Ja, gerade so vielleicht. Vier. Ziemlich genau gerade so vielleicht. Die Fackeln oben drauf sitzen jetzt einfach willkürlich. Ich werde es vielleicht irgendwann noch schön anbringen. Vielleicht scheiße ich auch einfach drauf. Und abwärts. Wunderbar. Noch einmal aufladen und das war's. Danach heißt es Wasser hochschleppen. Jetzt nehme ich besser zu viele Steine mit als zu wenig. Wie wir dann die ganze Mobfarm und so weiter ausstaffieren, kommt alles noch. Das mache ich dann in der nächsten Folge oder bereite es vor und zeige es euch. Wie gesagt, erstmal den ganzen Mist da beseitigen. Worüber die sich auch immer unterhalten, es ist mir entgangen. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich müsste hier oben noch ein paar Fackeln oder Lichter montieren. Und nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So. Machen wir fertig und zu. Und budum, wir haben zu. Ja, gut, passt. Ich scheiß erstmal drauf. Hier oben spawnt nichts. Alles schön ausgeleuchtet. Und nach innen geht's. So, hier haben wir überall Licht. Das heißt, noch würden alle möglichen Mobs natürlich, nicht hinunterfallen. Nicht spawnen. Ja, nicht hinunterfallen. Nicht hinunterfallen, auch nicht. So, ich mache aus einer unendlichen Wasserquelle. Dafür hätte ich natürlich besser zwei Eimer mitgenommen, aber das ist immer noch drin. Muss man halt neues holen gehen. Das hier werde ich nicht holen, das Wasser. Und dann sind wir eigentlich fast fertig, hoffe ich mal. Wie gesagt, den Kram entferne ich offplay, ohne Aufnahme. Ihr wisst, was ich meine. Und Treppen steigen. Hat jemand Eisen? Ja, ich, aber ich kann jetzt gerade nicht. Ich bin im Aufnehmen. So. Zack, unendliche Wasserquelle. Und jetzt bitte, bitte, sagt mir, dass ich das richtig hinbekommen habe, alles. Dann klappt das jetzt auch. Ach, wunderbar. Vorbereitung ist alles. Gut. Hier oben würden dann in dem nicht beleuchteten Bereich, der nachher überall ist, weil ich ja später hier keine Ausleuchtung vorhanden habe, Mobs spawnen. Und sobald die dann irgendwann auf die Idee kommen, seitlich bis zum Wasser zu laufen, werden sie einfach hinuntergeschubst. Also vom Wasser heruntergetrieben. Das ist völlig in Ordnung. Sollte auch so wunderbar funktionieren. Na, komm.
Fast falle ich selber runter, je. Wäre natürlich blöd und besser hätte ich trotzdem mehr einmal mitgenommen, aber ach ja. Dann hätten wir ja nichts zu tun. Die paar Mal, jetzt wo ich die unendliche Wasserquelle habe, hin und her laufen, sind auch nicht mehr so tragisch. So, und noch das letzte bisschen. Komm schon. Gut, dass man über drei Felder hinwegspringen kann. Wahrscheinlich geht mir jetzt gleich noch beim letzten Sprung die Nahrung aus und ich falle nochmal unnötigerweise nach unten. So. Fertig. Hier wird ja überhaupt nicht keiner nach unten krabbeln, aber ich mache einfach mal die Leiter weg. Oh, schnell das dahin, bevor es runterfließt. Nein, ihr kann es eh nicht. Es wäre eine Leiter hängen geblieben. Passt. So. Wenn ich jetzt die Wasserquelle töte und das Ganze wieder abbaue. Und tschüss, Green Gamer. Oder wer auch immer geht. Ist ja egal. Dann haben wir hoffentlich eine Mob-Farm, die uns jede Menge Mobs produziert, die von hier aus auf einige Felder nach unten fallen. Wir sind hier auf einer Höhe von 98, was hatte ich eben gesagt, 65. Also sie fallen gut 30 Felder. Soweit ich weiß, müssen sie nur so irgendwas 27 bis 28 Felder fallen. Und unten werde ich ihnen dann noch einen netten Empfang bereiten. Und ansonsten gucke ich, dass ich jetzt hier alle Fackeln wegkriege. Und hoffentlich noch keine Mobs spawnen, bis ich bereit bin, hier wegzukommen. Und ich glaube, in der direkten Nähe zum Spieler dürfen keine Mobs spawnen. Sehen wir dann. Gleich ist es dunkel. Dann werde ich mich nach unten absetzen. Gleich ist es wirklich ganz dunkel. Wie ihr seht, alles dunkel. Hier könnte jetzt theoretisch alles mit mir spawnen. Und ich setze mich nach unten ab. Und natürlich das Allerwichtigste. Weg mit dem Wasser. Und zu mit der Schuhe. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Es müsste zumindest mal theoretisch funktionieren. So, in einer höheren Höhe hier. Oder, es hat geklappt. Man hat schon einen Platsch gehört. Ja. Also es klappt, die Viecher kommen bereits angefallen. Ich kann keine Fackeln setzen, weil ich hier diesen unnötigen Schammers habe. Man hört schon, wie die Viecher in den Tod fallen. Ich muss gleich mal gucken gehen, ob das auch wirklich mit rechten Dingen zugeht. Und natürlich müssen wir uns dann Vorrichtungen bauen, die den ganzen überflüssigen Krams aufsaugen. Aber das soll ja wohl das geringste der Probleme sein. Wir bauen uns noch einen schönen Steinweg außenrum. Damit das Ganze auch ein Fundament hat. Und dann mache ich mich zwischen den Folgen daran, das alles möglichst wegzubekommen, was hier ein Schammers ist, und den ganzen Kram aufzufangen. Und dann haben wir eine 1A Monsterfalle. Und aus der bekommen wir dann hauptsächlich, das Wichtigste für mich sind irgendwelche Lootbags, weil da kann alle möglichen Schammers drin sein, die man auf jeden Fall braucht. Das habt ihr damals auf Varunas Server so schon sehen können. Ja, komm hier, lass mich Steine setzen. So, sieht das Ganze doch schon viel ordentlicher aus. Jo, also wie ihr seht, hier stürzt sich einiges zu Tode. Mal geht's nicht. Jetzt bin ich hier, jetzt kommt gerade nichts, aber es scheint zu gehen. Gut. Das war's für heute. Ich guck mal, wie ich den ganzen Krams da noch anschließe. Hier ist ein Riesending, das den Schatten die ganze nicht wegfrisst. Und dass er noch unregelmäßig, gleichmäßig ist und oh. Tja, was will man machen? Was will man machen? Irgendwie kriege ich das geregelt. Das plasht es wieder fleißig. Yeah. Und dann baue ich hier weiter und guck mal, was ich euch nächste Folge zeigen kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich um ein paar Zutaten und Ingredienzien reicher bin. Bis dann. Tschüss, euer Mephisto. Ciao, Leute.